Habeck? Denke ich kurz zur Verständnisfrage. Israel argumentiert ja bezüglich der Schließung von Al Jazeera recht ähnlich, wie das die Bundesregierung bei dem Verbot von RT gemacht hat. Jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie die Argumentation Israels als nicht sehr stichhaltig an bezüglich des Verbots von Al Jazeera. Könnten Sie kurz darlegen, wo da für Sie der qualitative Unterschied ist in der Argumentation Israels und der Argumentation der Bundesregierung bezüglich dem RT-Verbot? Dann fange ich mal an. Also ich würde zunächst erstmal verschiedene Aspekte nicht vermengen wollen. Und ich glaube, wir hatten in Vergangenheit hier auch schon, als die Frage rund um Al Jazeera hier schon aufkam, dargestellt, dass wir mit Al Jazeera zum Beispiel einen Sender vor Ort sehen und auch zuletzt Interviews geführt haben, der in dieser Lage hier dazu beiträgt, Berichterstattung in einem Krisen- und Konfliktgebiet zu gewährleisten. Und ich möchte mich auch nochmal, um das nochmal an den Anfang zurückzukommen, den Prämissen jetzt in Ihrer Frage, oder es war vielleicht auch eher ein Kommentar, nicht zu eigen machen, aber die Frage vermutlich auch noch ins BPA abgeben. Ja, also ich sehe da keine Vergleichbarkeit, deshalb würde ich mich darauf auch gar nicht einlassen wollen. Im Übrigen war das ja eine Entscheidung in Brüssel. Das ist jetzt noch ein Kommentar dazu. So, und ich habe eine Reihe an Fragen an das Verteidigungs... Ich habe aber noch eine Ergänzung dazu, weil die Kollegen mich freundlicherweise auf einen nicht ganz unrelevanten Aspekt noch hinweisen, dass das natürlich auf klarer Rechtsgrundlage und auch sanktionsrechtlicher Grundlage erfolgt ist, wie die stellvertretende Regierungssprecherin sagte, aus Brüssel. Es gibt eine Reihe an Fragen ans Verteidigungsministerium. Ich fange mal bei Herrn Delfs an. Ich würde die Frage erstmal zurückstellen und eine andere stellen.